Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das WC-Ente frische Siegel richtig anbringt und vor allem auch anwenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür benötigt man auf jeden Fall ein Starterpaket, also nicht nur so eine Nachfülle. Und wenn wir es mal ausgepackt haben, dann können wir auch schon das Ganze zusammenstecken. Hierfür einfach mal schauen, dass wir den Nachfülle schön gerade hier einsetzen. Und da können wir jetzt auch schon da vorne so eine kleine Nase erkennen. Diese kann ich ganz einfach etwas eindrücken. Anschließend gebe ich den Nachfüller noch etwas weiter und wir sehen, dass der Knopf hier auch schon in unserem ersten Loch eingerastet ist. Als nächstes machen wir mal unseren Deckel vorne ab, den einfach auf die Seite legen. Dann können wir das Ganze auch schon gerade an unserem WC einmal ansetzen. Wichtig ist, dass dieses auf jeden Fall sauber sein sollte und auch die Stelle sollte so gewählt sein, dass hier genug Wasser durchfließen kann. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt mal diesen Knopf hier hinten auch schon mit meinem Daumen leicht eindrücke, gebe das blaue Bauteil auch schon etwas weiter Richtung WC und schaue einfach, dass mein Knopf jetzt beim zweiten Loch einrastet. Dadurch habe ich jetzt nämlich die perfekte Menge und kann das Ganze auch schon entnehmen. Nach der Anwendung den Deckel auf jeden Fall wieder drauf geben, dass hier nichts austrocknen kann. Und falls du jetzt natürlich wieder ein weiteres Siegel erstellen möchtest, dann einfach von diesem Loch auf das nächste überspringen. Und somit haben wir jetzt auch schon ein WC-Ente frische Siegel richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens das Starterpaket oder auch gleich mehrere Nachfüller auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.